Guten Morgen und herzlich willkommen zum Update Wirtschaft Ihrer börsentäglichen Sendung vom Frankfurter Börsenparkett von Ihrer ARD Finanzmarktredaktion zu allen Themen rund um Politik, Wirtschaft und Geld. Es ist schon fast überflüssig zu sagen, dass natürlich der Krieg in der Ukraine nach wie vor die Hauptrolle spielt, nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft, wo man natürlich jetzt so langsam, aber sicher versucht, die ökonomischen Folgen und die Folgen für die Bilanzen der Unternehmen abzuschätzen. Expertinnen und Experten zufolge kann das noch eine Weile dauern, bis dieser Krieg tatsächlich sich auch in den Büchern der Unternehmen deutlicher breit macht. Man rechnet damit, dass das in diesem laufenden Quartal der Fall sein wird. Umso wichtiger ist es aber trotzdem, auf die Quartalszahlen des abgelaufenen Quartals zu schauen. Das machen wir etwas später. Als erstes geht es mal um die Energiesicherheit, denn auch die ist ein wichtiges Thema geworden mit dem Ukraine-Konflikt. Und dazu passen Forderungen vom Wochenende von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der nämlich gesagt hat, man muss versuchen, dass man unabhängiger wird von ausländischen Lieferanten. Gemeint ist natürlich jetzt in erster Linie russisches Gas. Und die Forderung steht im Raum, mehr auf eigenes Gas zu setzen. Dass überhaupt Gas in Deutschland gefördert wird, das dürfte manchen Menschen eher unbekannt sein. Es ist ja auch, sagen wir mal, ein eher überschaubarer Markt. Die meisten Quellen für deutsches Erdgas liegen in Niedersachsen. 97% des jährlichen Fördervolumens kommt aus Niedersachsen. Und man deckt damit gerade mal 5% des jährlichen Bedarfs. Allerdings liegen auch noch jede Menge Reserven im Boden, die man eventuell erschließen könnte. Ob das sinnvoll ist, das möchte ich jetzt erörtern mit Professor Mohd Amroh. Er ist Professor an der Technischen Universität Freiberg. Schönen guten Morgen, Herr Professor Amroh. Glück auf aus Freiburg. Ja, Glück auf zurück. Wir haben es gerade gehört, es wird in Niedersachsen vor allen Dingen relativ viel Gas gefördert, aber der ganze Markt ist doch wirklich überschaubar, oder? Ja, genau. Wir haben, wie Sie auch gesagt haben, in den aktuellen Gaslagerstätten, aus denen wir produzieren, nur um die 30 Milliarden Kubikmeter, und das ist zu wenig. Was heißt zu wenig? Könnte man das hochfahren, die Förderung? Ja, richtig. Man könnte diese Förderung hochfahren, wenn man andere Lagerstätten betrachtet, die wir momentan auch in Deutschland haben. Und die besitzen beträchtliche und gewinnbare Gasmengen. Können Sie das irgendwie beziffern, ins Verhältnis setzen zu dem, was zum Beispiel aus Russland kommt? Ganz unabhängig könnte man sich wahrscheinlich von ausländischen Gaslieferungen nicht machen, oder? Man kann das definitiv nicht machen, aber man kann die eigene Produktion definitiv erhöhen. Man kann zum Beispiel, wie Sie auch gesagt haben, momentan produzieren wir nur 5%. Aber wenn wir unsere eigenen Lagerstätten, die Formationen, die wir hier haben, nutzen können oder dürfen, dann können wir diese Prozente von 5% auf eventuell 20% erhöhen. Jetzt hat ja Markus Söder auch gefordert, man solle ergebnisoffen prüfen, ob man nicht vielleicht auch Fracking anwenden kann, um eben an Lagerstätten ranzukommen, an die man durch herkömmliches Bohren nicht herankommt. Was ist davon zu halten? Liegen da Reserven, die es sich zu erschließen lohnt? Ja, die liegen in der Tat. Ich fand seine Statement gut und positiv. Es liegen nachgewiesene Reserven, die wir wirklich nutzen sollen, meiner Meinung nach. Und die entsprechende Technologie soll eigentlich verwendet, eingesetzt werden dürfen. Das sogenannte Fracking ist ja nicht ganz unumstritten. In Großbritannien sagt man, das könnte vielleicht sogar die Erdbebengefahr erhöhen. Es werden Chemikalien in den Boden verbracht, Wasser und Sand ebenfalls. Wie schätzen Sie diese Gefahr ein mit Blick auf die deutschen Reserven? Erstmal die Frackbehandlungstechnik ist eine wissenschaftlich fundierte
Technologie und beherrschbar. Beherrschbar im Sinne des Wortes. Das ist ja eine Technologie, die unterrichten wir auch hier in Freiberg. Wenn man auf bestimmte Richtlinien achtet, dann dürfen keine Umweltschäden entstehen, es dürfen auch keine Erdbeben entstehen. Und dann somit kann man das Gas, das eigene Gas, was in Deutschland existiert, kann man sicher produzieren. Ja, Sie haben es gesagt, man muss auf die Umweltauflagen achten. Ist das denn angesichts zum Beispiel der Chemikalien, die ja eingesetzt werden, wie man das in den USA auch sieht, überhaupt möglich? Ich kann mir das nicht vorstellen, was man so in den Boden reinpumpt. Wie will man das denn wieder rausholen? Wie will man sich denn damit quasi, wie will man denn die Umwelt dann davor schützen? Ja, wir brauchen erstmal in der Tat diese sogenannte Fragflüssigkeit. Ansonsten können wir keine künstlichen Risse in dieser Formation, in diesem sehr dichten Formation generieren. Das heißt, das Gas existiert schon in der Formation. Das wissen wir und wir wissen, wie viel Gas genau da existiert. Allerdings da ist das Gas nicht fließfähig. Da müssen wir künstliche Fließwege schaffen und das können wir nur mit dieser Fragflüssigkeit. Und die Fragflüssigkeit besteht hauptsächlich aus Wasser und Sand. Sand brauchen wir, um die Risse, die wir öffnen, diese Risse müssen dann offen bleiben, wenn man den Druck abliest nach einer Fragoperation. Und wenn man Sand benutzt mit Wasser, Sie wissen, dann gibt es große dichte Unterschiede zwischen Sand und Wasser, dann muss man eigentlich diesen Sand im Wasser in Schwebe halten und deswegen muss man Polymere benutzen. Das benutzen wir im Lebensmittel. Das ist, wenn man an die Tortenguss denkt oder Pudding oder sowas, das sind die Polymere. Aber Polymere sind gleichzeitig Nährstoffe für Bakterien und die Bakterien dürfen nicht in die Lagerstätte mitgeschleppt werden. Das darf nicht vorkommen. Deswegen benutzen wir Biozide und das ist der Punkt. Ne? Biozide sind natürlich toxisch, aber wir benutzen solche Biozide auch im Schwimmbad. Ne? Man muss darauf achten, dass diese Fragflüssigkeit auf keinen Fall mit dem Grundwasser in Kontakt kommt. Das stimmt und das muss man auch planen. Wenn, jetzt angenommen, wenn eine Gefahr eines Umweltschadens oder einer Verunreinigung von Grundwasser oder Oberflächenwasser besteht, darf natürlich nie gefreckt werden. Wir müssen planen, eine gründliche Planung. Und diese gründliche Planung muss natürlich alles betrachten. Ja? Und dann darf eigentlich nichts schiefgehen. In den USA hat man Fehler gemacht, macht man immer noch bezüglich dieser Methode. Und deswegen wurde diese Methode als umstritten eingestuft. Was schätzen Sie denn, wie lange es ungefähr dauert, bis man solche Quellen dann erschließen kann? Es ist ja jetzt gerade von einer ergebnisoffenen Prüfung die Rede. Das ist eine sehr gute Frage. Das dauert. Das kann nicht von heute auf morgen gehen. Man braucht Planung. Man braucht Firmen, die das auch durchführen können. Wir haben leider solche Aktivitäten in der letzten Zeit durch die Politik vielleicht oder durch andere Maßnahmen heruntergefahren, dass viele Firmen, Erdöl- und Erdgasfirmen in Deutschland verlassen haben. Die müssen wir natürlich zurückholen. Ich schätze mal, weniger als 5 Jahre kommt das. Wir brauchen bestimmt mindestens 5 Jahre, um diese Schiefergas produzieren zu können. Wir müssen Bohrungen absetzen und dann muss man natürlich diese Fragbehandlungstechnik verwenden, einsetzen. Professor Mohd Amroh von der Uni Freiberg, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke in das Fracking-Geschäft und in der Tat Glück auf dann nach Freiberg. Ja, es Glück ist auf, also eine Dank. Diskussion, die sicherlich weiterhin geführt wird. Auch die Verlängerung von Laufzeiten verschiedener Kraftwerke, selbst von Atomkraftwerken, ist ja wieder ins Gespräch gekommen. Und immer wieder geht es darum, dass eben vor allen Dingen die Wirtschaft weiter mit Energie versorgt wird. Denn die steigenden Temperaturen in Deutschland dürfen natürlich nicht darüber hinweg täuschen, dass es zwar wärmer wird, aber dass natürlich der Energiebedarf der Industrie anhaltend hoch bleibt. Und das trifft eigentlich fast
alle Branchen. Und wie diese Branchen dann letztendlich ihre Quartale abschließen, das ist immer am Quartalsende bzw. Anfang des laufenden Quartals dann immer wieder die Frage. Und den Anfang machen traditionell nicht deutsche Unternehmen, die Zahlen auf den Tisch legen, sondern es sind vor allen Dingen US-amerikanische Unternehmen. Und deshalb gilt natürlich unser Blick vor allen Dingen auch den USA. Dort will man ja nachschauen, ob die Unternehmen denn gut dastehen oder eben nicht so gut. Es ist ja eine verkürzte Handelswoche in dieser Woche. Am Karfreitag wird nicht gehandelt, Ostermontag auch nicht. Gilt für beide Seiten des Atlantiks, zumindest für den Karfreitag. Und trotzdem wird jede Menge los sein. Vor allen Dingen Banken in den USA legen die Zahlen auf den Tisch des Hauses. Und was man da erwartet, das möchte ich jetzt mit meinem Kollegen Markus Schuler besprechen in unserem Studio in San Francisco. Guten Morgen, Herr Schuler. Es scheint der Eindruck vorzuherrschen, dass man sehr besorgt auf die Banken aktuell schaut. Warum ist das so? Ja, das hat naturgemäß mehrere Gründe. Einer ist sicherlich die Inflationsrate. Sie ist in den USA nämlich so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Am morgigen Dienstag, Stefan Wolf, da werden die Verbraucherpreise veröffentlicht und man rechnet dann mit einer Inflationsrate von 8,4%. Zum Vergleich, im Februar hatte diese Zahl noch bei 7,9% gelegen. Am Donnerstag werden außerdem die Umsatzzahlen des Einzelhandels veröffentlicht. Und das alles, plus eben die Quartalsdaten der Banken sowie weiterer US-Unternehmen, die lassen die Sorge wachsen, dass die US-Notenbank, die Fed, bald noch aggressiver an der Zinsschraube drehen könnte. Das könnte bereits in 4 Wochen der Fall sein. Dann kommt die Fed zu ihrer nächsten Sitzung zusammen und Experten, die rechnen mit einer Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkt. Und das heißt natürlich, dass der Finanzsektor da doch überdurchschnittlich stark betroffen ist. Worauf muss man sich denn bei den aktuellen Quartalsbilanzen, es geht ja um die ersten 3 Monate dieses Jahres, worauf muss man sich da einstellen? Also es wird damit gerechnet, dass die großen US-Banken deutlich weniger Gewinne im ersten Quartal gemacht haben als noch vor einem Jahr. Experten schätzen, dass der Nettogewinn der 6 größten US-Banken im Vergleich zum Vorjahr um etwa 35% gesunken ist. Vor allem im Investmentbanking, da haben die Erträge gelitten. Grund ist natürlich der Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt. JP Morgan Chase, das ist die größte Bank in den USA, die legt am Mittwoch ihre Ergebnisse vor. Am Donnerstag sind dann weitere Banken dran, zum Beispiel die Citigroup, Wells Fargo hier aus San Francisco, Goldman Sachs und Morgan Stanley und die Bank of America, die wird am Montag, so viel zu Ostern, am Montag nächster Woche ihre Zahlen veröffentlichen. Spannend ist aber nicht nur, Stefan Wolf, der Finanzsektor, viele andere Bereiche, die folgen mit ihren Berichten in den nächsten 2-3 Wochen. Das Investmentbanking haben Sie jetzt genannt. Klar, in diesem schwierigen Börsengewässer gute Geschäfte zu machen, ist natürlich schwierig. In welchen Bereichen hakt es denn noch? Ja, bei JP Morgan ist es hauptsächlich die Frage, ob das Bankhaus seine Ausgaben hat zu stark ansteigen lassen. Die zinsunabhängigen Ausgaben von JP Morgan, die sind im letzten Quartal nämlich um 11% gestiegen, was teilweise auf höhere Gehälter zurückzuführen ist. Die Banken müssen in diesem Quartal aber auch eben Handelsverluste fürchten. Das hat mit den derzeit sehr volatilen Rohstoffmärkten zu tun. Grund ist hier, wie üblich, der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Sie haben es gesagt, da über diesen Umweg leiden dann natürlich auch die US-Banken. Gibt es denn direkte Auswirkungen dieses Krieges, der die Banken trifft? In der Tat, einige Banken wie zum Beispiel die Citigroup, die müssen für ihre Russland-Geschäfte unter Umständen jetzt Rückstellungen für eben die eingefahrenen Verluste bilden. Das hat mit den Sanktionen des Westens zu tun. Die Citigroup befürchtet nämlich, dass sie im Ernstfall fast die Hälfte ihres Engagements von 9,8 Milliarden US-Dollar verlieren könnte. Und es gibt ja auch das böse R-Wort, das durch die Finanzmärkte schwirrt. Von Rezession ist die Rede. Die Banken werden sicherlich einen Hinweis darauf geben. Wie schätzen Sie das ein im Angesicht der jetzt beginnenden Bilanzsaison? Ist das der Vorbote einer Rezession in den USA?
Das Wall Street Journal ist dieser Frage nachgegangen und hat mehrere Ökonomen dazu interviewt. Und sie sieht ein deutlich gestiegenes Rezessionsrisiko. Die US-Wirtschaft, die brummt und die gibt ihre Kostensteigerungen eben an den Markt weiter. Der Fed bleibt da quasi nichts anderes übrig, als mit harter Hand zu reagieren. Die vom Wall Street Journal in diesem Monat befragten Ökonomen, die schätzen die Wahrscheinlichkeit, dass die Wirtschaft in den nächsten 12 Monaten in eine Rezession gerät, im Durchschnitt auf 28% ein. Schauen wir uns die Zahlen zuvor an. 18% waren es im Januar und nur 13% vor einem Jahr. Also der Trend geht ganz klar in Richtung Rezession. Und die Fed, die muss da jetzt einen Spagat schaffen. Sie muss nämlich die Wirtschaft so weit abkühlen, Stefan Wolf, dass die Inflation sinkt, aber eben nicht so stark, dass es zu einem Rückgang der Ausgaben und zu steigender Arbeitslosigkeit kommt. Und die Amerikaner haben dafür einen ganz netten Begriff, der nennt sich dann Soft Landing. Ein Soft Landing, eine sanfte Landung, steht die auch den Technologieunternehmen in den USA bevor? Sie sind ja im Silicon Valley sehr aktiv und umtriebig. Was hören Sie dort? Also dort sieht es nicht nach einem Soft Landing aus, da dürfte es eher ein Hard Landing werden, vor allem bei Google, aber auch bei Facebook, die stark anzeigenabhängig und konjunkturgetrieben sind, wird man sehen müssen, wo die sich in 3 Wochen bewegen, wenn sie denn ihre Quartalszahlen veröffentlichen. Die Problemkinder hier im Silicon Valley sind, wie schon gesagt, Facebook, das dürfte auch ein Alphabet, also Google werden, aber spannend wird auch sein, wie Netflix sich behaupten kann, die Videostreaming-Plattform. Und spätestens, wenn die Zahlen auf den Tisch des Hauses gelegt werden, sprechen wir uns ganz bestimmt wieder. Vielen herzlichen Dank, Markus Schuler nach San Francisco. Also wird es ein Soft Landing, wird es ein Hard Landing, eine harte Landung für die Wirtschaft, eine sanfte Landung für die Wirtschaft. Die Vorboten dazu kommen von den US-Unternehmen, aber auch die deutschen Unternehmen aus dem deutschen Aktienindex unter anderem werden natürlich über kurz oder lang in diese Bilanzsaison eingreifen und werden dann eben zeigen, wie sie das erste Quartal überstanden haben. Wobei natürlich ganz besonders wichtig die Ausblicke auf die Folgequartale sind, wie letztendlich die Zahlen sich dann weiterentwickeln. Auch wenn natürlich in diesen schwierigen Zeiten die Ausblicke sehr vage ausfallen dürften und natürlich der Blick in die Glaskugel sehr schwierig ausfällt. Letztendlich geht es aber nicht nur um die harten Geschäfte, sondern eben auch darum, wie man diese Geschäfte durchführt. Und an den Aktienmärkten und in den Unternehmen macht immer mehr das Stichwort Nachhaltigkeit die Runde. Es geht um die sogenannten ESG-Kriterien, also um Umweltkriterien, um soziale Kriterien und auch die Unternehmensführung, die immer wieder auf den Prüfstand gestellt wird. Mehr und mehr auch seitens der Aktionärinnen und Aktionäre. Bei Mercedes wird man sich heute über Nachhaltigkeit äußern und wie man die Zukunft dort gestalten will. Und ich möchte über Nachhaltigkeit ganz im Allgemeinen an den Finanzmärkten sprechen mit Dr. Christine Bortenlänger. Sie ist Chefin des Deutschen Aktieninstituts, Vorständin. Schönen guten Morgen, Frau Dr. Bortenlänger. Guten Morgen, Herr Wolf. Was bedeutet denn ESG genau aus Sicht der Unternehmen und für die Unternehmen als Herausforderung? ESG ist gesellschaftlich ein großes Thema. E für Umwelt, S für Soziales und G für gute Unternehmensführung. Es ist sowohl so, dass die Gesellschaft erwartet, dass die Unternehmen sich diesen Nachhaltigkeitsthemen anschließen, aber es gibt auch viel Regulierung zu den Themen. Man möchte nämlich auch die Wirtschaft darauf ausrichten, dass sie mit ihrer Tätigkeit dazu beiträgt, dass wir langfristig bei Schonung unserer Ressourcen, aber auch in Frieden gemeinsam leben können. Sind denn diese Kriterien und diese Forderungen inzwischen bei den Unternehmen angekommen? Sind sie von ihnen vereinnahmt worden? Werden die gelebt? Ja, die werden gelebt. Wir haben kürzlich erst eine Studie dazu gemacht, wo wir eine große Anzahl von Antworten bekommen haben, dass die Unternehmen Nachhaltigkeit in der breiten Facette von E, S und G in ihre Unternehmensstrategie integrieren und sich auch sehr langfristig darauf ausrichten. Wie kann man sich denn als Anlegerin und Anleger darüber informieren, wie Unternehmen wirtschaften, wie nachhaltig sie wirklich sind?
Aber da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann natürlich die verschiedenen Berichte anschauen, die Unternehmen veröffentlichen, zum Beispiel Nachhaltigkeitsberichte. Aber auch in den Geschäftsberichten wird darüber reported, wie sich Unternehmen auf diese ESG-Ziele ausrichten. Und es gibt verschiedene Indizes, wo nachhaltige Fonds oder nachhaltige Unternehmensanleihen praktisch geratet werden. Also es gibt sehr, sehr viel Öffentliches über diese Nachhaltigkeitsbestrebungen. Umwelt ist ja quasi in aller Munde, auch wie man nachhaltig wirtschaftet und die wirtschaftet und die Umwelt nach Möglichkeit schont. Welche Rolle spielen denn die sozialen Kriterien und welche sind das, denen Sie jetzt besondere Bedeutung beimessen würden? Also ich persönlich möchte jetzt hier meine Meinung nicht kundtun, aber es gibt zum Beispiel die 17 Nachhaltigkeitsziele von der UN, wo auch soziale Kriterien mit aufgelistet werden, wie zum Beispiel eine hochwertige Bildung oder Gleichstellung von Mann und Frau. Und aus diesen 17 Zielen, die eben ganz unterschiedlich betreffen, auch Umweltthemen, aber eben auch diese sozialen Fragen, wie zum Beispiel auch, dass die Ernährung sichergestellt ist, aus diesen Kriterien suchen sich Unternehmen häufig ganz gezielt ein paar aus und richten sich im Rahmen ihrer Strategie oder ihrer Nachhaltigkeitsstrategie darauf aus. Auch gleichwertige Bezahlung von Frauen und Männern kommt damit vor. Ist aber sicherlich auch eine Frage des Geschäftsmodells und aus welcher Branche das Unternehmen kommt, je nachdem, welche Pflöcke dann eingeschlagen werden, oder? Richtig, genau. Für die Unternehmen sind jeweils ganz unterschiedliche Ziele passend zu ihrer Strategie. Es geht ja insgesamt darum, das Unternehmen nachhaltig auszurichten, um auch Arbeitsplätze zu erhalten. Und je nachdem, wo ich tätig bin, welche Produkte ich habe, kann ich mich stärker auf das eine oder andere ausrichten. Wobei von diesen 17 Zielen wird sich wahrscheinlich insgesamt kein Unternehmen auch nur gegen irgendeines dieser Ziele stellen. Aber es werden eben unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Der dritte Punkt, die gute Unternehmensführung, interessiert mich auch noch mal. Denn dass ein Unternehmen gut geführt wird, das sollte sich ja eigentlich von selbst verstehen. Welche Kriterien liegen denn da zugrunde, die besonders in diesen Nachhaltigkeitskontext passen? Ja, ich würde es vielleicht einmal so erklären, E für Umwelt, da kann man ganz konkrete bestimmte Ziele, wie zum Beispiel die Reduzierung des eigenen CO2-Ausstoßes oder Kreislaufwirtschaft, Recycling, solche Dinge als Ziel nehmen. Auch bei S, Förderung von Frauen, gleichwertige Bildung und all diese Dinge. G ist im Grunde genommen ein Instrument, also gute Unternehmensführung ist so etwas wie eine Versicherung. Wenn ein Unternehmen gut geführt wird, wenn es gute Aufsichtsräte gibt, Vorstände, die entsprechend überwacht werden. Und da hat sich einfach in den letzten Jahren, haben sich sozusagen gute Übungen herausgebildet. Es kennt ja jeder, wenn man selbst etwas einführt, dann schafft man es meistens nicht gerne wieder ab. Deshalb ist zum Beispiel diese zweijährige Abkühlung für ehemalige Vorstände eingeführt worden, dass sie nicht sofort in den Aufsichtsrat wechseln können. So etwas muss man sich darunter vorstellen. Also Regeln guter Unternehmensführung als Versicherung für langfristig nachhaltiges Wirtschaften. Und das alles soll dazu beitragen, dass die Unternehmen eben nicht nur den schnellen Gewinn machen, sondern eben langfristig erfolgreich sind. Vielen Dank, Dr. Christine Bortenlänger, Vorständin des Deutschen Aktieninstituts zum Thema ESG, Nachhaltigkeit in den Unternehmen. Ihnen noch einen schönen Tag und eine schöne Karwoche. Es sind natürlich nicht nur die Nachhaltigkeitskriterien, die momentan an der Börse bewegen. Es ist natürlich, ich habe es eingangs dieser Sendung erwähnt, der Krieg in der Ukraine, der dafür sorgt, dass die Unsicherheiten äußerst hoch sind. Das hat man an den Energiemärkten gesehen. Über das Wochenende ist Öl sogar etwas günstiger geworden, weil die Internationale Energieagentur vor Wochenschluss ihre Reserven geöffnet hat, Öl auf den Markt gepumpt hat, um so das Angebot zu vergrößern. Und wie das nun mal mit Angebot und Nachfrage ist, wenn das Angebot größer wird, dann sinkt der Preis tendenziell. Was machen die Börsen aus dieser aktuellen Gemengelage in den USA? Hat es zum Wochenschluss dann kaum etwas zu holen gegeben? Der Dow Jones hat gerade mal 0,4%
zulegen können. An der Technologiebörse Nasdaq hat es dann schon Verluste gegeben um 1,3%. Und der breit gefächerte S&P 500, der verliert 0,3%. In Asien hat man versucht, in diese Gemengelage einzusteigen. Aber es überwiegen schlicht und ergreifend die Unsicherheiten. Von Shanghai bis Tokio dominieren die Verluste. In Hongkong geht es sogar um 3% bergab. Und der deutsche Aktienmarkt, der kann sich diesem Abwärtstrend natürlich nicht entziehen. Der deutsche Aktienindex, der verliert ganz leicht zum Handelsauftakt 28 Punkte, 14.268 Punkte. Zu den bestehenden politischen Unsicherheiten, die die internationalen Märkte bewegen, kommt natürlich noch der Blick auf den Nachbarn. In Frankreich waren ja Wahlen, es wird eine Stichwahl geben und die ist natürlich für den Handelspartner Deutschland ganz besonders wichtig. Ihnen noch einen schönen Tag, bis morgen, wenn Sie mögen, und machen Sie es gut.